Herzlich willkommen zum Modul 1, zum Geheimrezept von Moderation, zur Grundlage all dessen, was Moderation nach meinem Verständnis und auch meiner Erfahrung ausmacht, damit sie so ein bisschen magisch sein kann. Und einen Satz würde ich gerne vorwegschicken, wo Moderation eigentlich herkommt. Und zwar ist Moderation anders als viele der anderen Marketing- und Projektmanagement-Techniken, die wir inzwischen so im Vereins- und Initiativenbereich benutzen, kommt es nicht aus dem Wirtschaftsbereich oder nicht nur, sondern Moderation ist ganz viel entwickelt worden in den 70ern und 80ern, wahrscheinlich auch noch in den 90ern, von Menschen, die sich angefangen haben, bei komplexen Themen selbst zu organisieren. Also in der Frauenbewegung, in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung waren auf einmal viele Menschen zusammen und die mussten Prozesse organisieren und planen und sie wollten das möglichst hierarchiearm tun und gleichzeitig sozusagen dem gerecht werden, wie sie miteinander, dass sie miteinander auch was erreichen wollen. Und diese Wurzel klingt, glaube ich, durch und sollte durchklingen, wenn wir Moderation machen, dass es keine Managementmethode ist, sondern dass es ein Weg dahin ist, wie wir in selbstorganisierten Gruppen besser zusammenarbeiten können. Die Idee bei Moderation sind eigentlich drei Zutaten. Das erste ist, dass wir Moderation als eine Haltung verstehen. Und für mich ist das Bild dahinter immer so das einer neugierigen Katze. So, also die ist so fragend und neugierig, die ist achtend und wertschätzend gegenüber, und zwar den Personen und den Gruppen gegenüber. Sie ist einfühlsam, ist eine sehr einfühlsame Katze, gegenüber Einzelnen, also Individuen in der Gruppe, aber auch so der Gruppe als Ganze. So eine Gruppe bildet ja so ein eigenes System, manchmal auch so eine eigene Wesenseinheit, und ich versuche als Moderation eine Haltung einzunehmen, dass ich auch mich in dieses Gruppengefühl einfühle. Also, wenn ihr das nächste Mal moderiert, versucht mal so ein bisschen zu sein wie eine neugierige Katze. Das zweite ist, Moderation ist eine bestimmte Rolle, ist so eine Art Mantel, den ich mir umlege, ist ein Job auch ein Stück weit, den ich übernehme, da kommen wir gleich noch zu. Was macht diese Rolle aus? Diese Rolle macht aus, dass ich als Moderation nicht verantwortlich bin für das Ergebnis. Das ist eine große Erleichterung, insbesondere wenn ich wirklich als externe Moderation irgendwo hinkommen kann, dann bin ich nicht verantwortlich dafür, was am Ende rauskommt, sondern ich bin für den Prozess dahin verantwortlich. Ich versuche, der Gruppe einen Prozess zu gestalten, dass sie zu einem guten Ergebnis kommt. Aber das Ergebnis müssen sie selber machen. Ich unterstütze also diesen Gruppenprozess und ich schaffe auch einen Ausgleich in der Regel, um die Weisheit aller im Raum nutzbar zu machen. Wir leben in einer Welt, die nicht frei ist von Diskriminierungen, auch nicht in unseren eigenen Gruppen. Und umso wichtiger ist es als Moderation, das als meine Rolle zu verstehen, diesen Ausgleich zu schaffen, um die Perspektiven aller im Raum einbringbar zu machen. Das Bild dahinter ist für mich immer das einer Hebamme. Also eine Hebamme ist in der Regel nicht die Person, die das Kind zeugt, und sie ist auch nicht die Person, die das Kind bis zum 18. Lebensjahr großziehen muss, sondern sie ist in diesem furchtbaren und magischen Moment einer Geburt dabei, um diesen Prozess so sicher, wie es irgendwie geht, zu gestalten. Das ist oft ein anstrengender Prozess, und als Moderation ist es aber meine Rolle, da ein Stück weit Sicherheit, ein Stück weit Raum, ein Stück weit Rahmen, ein Stück weit Erfahrung reinzugeben, damit das zu einem guten Prozess werden kann und damit auch alle danach bis zum 18. Lebensjahr das Kind großziehen wollen. Und Moderation, die kommt automatisch mit der Rolle einher, sind natürlich bestimmte Aufgaben. Dazu gehört, zu motivieren, einzuladen und zu beteiligen. Dazu gehört ganz, ganz wichtig, als Moderation ist es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass das Ziel klar ist. Entweder hat die Gruppe das klar, dann kann ich es ihr immer wieder zurückspiegeln, um sie sozusagen darauf zu committen. Oder wenn das Ziel nicht klar ist, ist es mein Job als Moderation, dafür zu sorgen, den Prozess auch zu gestalten wiederum, um das Ziel zu klären. Denn nur wenn eine Gruppe eine gewisse Klarheit über ihre Ziele hat, sowohl das Ziel des Treffens als auch das Ziel ihres gesamten Engagements, nur dann kann eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit immer wieder passieren. Dazu gehört, dass ich passende Methoden aussuche und anleite. Und dazu gehört auch, das finde ich ganz, ganz wichtig, eine Transparenz durch Visualisierung zu schaffen. Visualisierung kommen wir auch bei den späteren Hacks nochmal wieder drauf zu sprechen, aber Visualisierung ist tatsächlich für mich eine immanente Aufgabe von Moderation, weil sie mehrere Dinge zugleich schafft. Sie schafft es, Dinge im Raum sichtbar zu machen, damit wir uns nicht so oft im Kreis drehen. Sie schafft es, Dinge gleich zu machen, wenn es gelingt, also leise Stimmen genauso an die Tafel zu bringen oder ins Flipchart oder aufs Etherpad wie die großen Sachen.
Und sie kann es damit auch schaffen, sozusagen so einen dritten gemeinsamen Ort zu schaffen, der nicht mehr sozusagen zwischen diesen Gruppenmitgliedern ist, wenn es schwierig wird oder wenn es Diskussionen und Konflikte gibt, sondern quasi so einen Ort zu haben, an dem man gemeinsam arbeitet. Und all das schaffe ich, indem ich immer wieder visualisiere, durch Schrift, durch Grafik etc., manchmal auch durch eine Zusammenfassung, aber Visualisierung ist in dem Kontext besonders mächtig. Ganz wichtig, Moderation sind Aufgaben, die ich nur im Einverständnis mit der Gruppe machen kann. Also ich kann nicht moderieren, wenn die Gruppe mir nicht den Auftrag dazu erteilt. Dann versuche ich da was, was von vornherein, glaube ich, zum Scheitern verurteilt ist oder was auch eine Anmaßung ist. Dann ist es auch eine sehr machtvolle Rolle und es sind sehr machtvolle Aufgaben. Und das kann ich nur in guter Weise tun, wenn die Gruppe auch sagt, ja, Julia, wir möchten, dass du heute unsere Sitzung moderierst oder diesen Teil der Sitzung moderierst oder unseren Workshop gestaltest. Jetzt seid ihr gefragt. Ich würde euch gerne einladen zu einer kleinen Übung und ausnahmsweise ist die Übung quasi integriert in dieses Video. Seid herzlich eingeladen dazu, mal einmal durchzuatmen. Einmal durchzuatmen, einmal ein und einmal aus. Und wenn ihr könnt, auch gern die Augen zu schließen. Nochmal einmal ein, vielleicht die Schultern hochziehen und ausatmen. Das war jetzt schon viel Input. Lasst es einmal sacken. Und ich möchte euch einladen, euch mal selbst zu erinnern. Wann habt ihr schon mal richtig gute Moderation erlebt? Bei euch oder auch bei anderen? Wo war das? In was für einer Situation? In welchem Raum wart ihr da? Was war der Anlass? Wenn ich euch zu schnell rede, dann stoppt auch gern das Video. Oder macht nach dem Video einfach weiter. Überlegt mal, wo habt ihr schon richtig gute Moderation erlebt? Wer war da alles dabei? Welche Menschen waren im Raum? Und was ist eigentlich genau passiert? Und wenn ihr da so drauf schaut und wenn ihr was habt, was hat es besonders gemacht? Was war so besonders? Und wenn ihr jetzt so ein Beispiel habt, dann versucht mal ein eigenes Bild zu finden. Ich habe euch jetzt ein paar mitgebracht gehabt, aber findet mal euer eigenes Bild aus dieser Situation, aus diesem Gefühl heraus, das ihr da hattet. Was ist das Bild oder die Metapher? Oder das Wort, oder auch manchmal ist es auch ein Gefühl, das auftaucht, wenn ihr an so eine gelungene Moderation denkt. Und dann nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift und malt oder schreibt das auf. Scribbelt ein bisschen, Strichmännchen, wenn ihr ein Bild habt. Schreibt es auf, wenn euch Schrift näher liegt. Malt oder schreibt es auf eine schöne Art und Weise auf und hängt es hinter euren Schreibtisch für die Dauer dieses Kurses. Oder legt es euch auf den Schreibtisch. Findet einen Ort, wo ihr, während ihr die nächsten Module macht, immer wieder auf dieses Bild zurückgeworfen werdet. Auf diese positive Erfahrung, die ihr hoffentlich alle schon mal gemacht habt. Nehmt euch noch ein bisschen Zeit, wenn ihr sie braucht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Modul.